Jetzt war mein Fazit eher so meh. Hallo Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Food News Video von mir. Ich habe mal wieder vergessen, die Intros und Outros zu drehen. Deswegen wollte ich euch nur ganz kurz willkommen heißen in einem neuen Video von mir, wo ich für euch lecker Essen teste, lecker Lebensmittel, die es neu gibt. Ja, Punkt, Ende aus. Ich würde sagen, ich teste mich mal durch. Neu im Rewe gefunden für 79 Cent, voll gut. Hier Funny Fish Chips Cracker in der Sorte Joghurt Gurke Style. Das sind jetzt 90 Gramm und das Besondere daran ist eben, die haben 60% weniger Fett, die sind gebacken und nicht frittiert. Ach, das ist ja 100% wie das, wo mir der Name gerade nicht einfällt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da gibt es doch diese Chips, die so sind. Ey, ich komme gar nicht auf den Namen. Ich stehe vollkommen auf den Schlauch. Aber ihr könnt mir bestimmt sagen, was ich meine. Wie sehen sie aus? Okay, Suchtpotenzial pur. Oh, sind die lecker. Mmh. Die schmecken ultra lecker. Die sind so gut gewürzt. Im ersten Geschmack ist es einfach eher so ein bisschen wie Tzatziki. Ich meine, Joghurt-Gurke ist ja so ein bisschen. Es ist super intensiv. Also mir schmeckt es besser als Chips, weil man eben eher so die Gewürze schmeckt als so dieses Fettige. Wisst ihr, was ich meine? Also top, die würde ich mir unbedingt nochmal holen. Die bekommen 9,5 Punkte. Dann hatte ich im letzten Video schon einen von den Lücker-Riegeln und kann mich auf jeden Fall auch einmal korrigieren. Die kosten nicht 1,99, wie ich da meinte, sondern 1,29. Ich weiß nicht, warum ich letztes Mal irgendwie einen anderen Preis hatte, einen falschen jedenfalls. Also die sind bio, vegan, glutenfrei und sozial. Genau, ich habe jetzt hier die Sorte Erdnuss Salted Caramel. Lustig, Erdnuss Salted Caramel ist halt so ein richtiges Denglisch, ne? Also Peanut Salted Caramel, okay. Oder Erdnuss gesalzenes Karamell. Was ist denn hier passiert? Also der hat auf jeden Fall schon mal richtig durchgesutscht hier. Ja. Oh, mmh. Okay. Der ist richtig gut. Die letzte Sorte, ich habe die mit Hazelnut. Die war irgendwie nicht so ganz meins, aber die ist richtig lecker. Also ein richtig typischer Peanut Butter Porn. Und es ist ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie hier ohne Zucker sind oder so. Das ist eine ganz normale Schokoriegel. Aber ihr seht ja auch diese zwei Schichten und es ist wirklich, wirklich lecker. Auch so in der dunklen Schokolade. Schmeckt sehr intensiv eben nach Peanut Butter. Und das Salzige, finde ich, schmeckt man nicht so heraus. Aber einfach ganz, ganz leckere Schokolade. Ich meine, 40 Gramm, 1,29 ist dann auch nicht so das günstigste für einen veganen Riegel, für einen normalen veganen Riegel. Aber es ist vollkommen okay. Und ich würde mir den unbedingt nochmal holen. Ganz, ganz lecker. Habe ihn übrigens gefunden bei Rewe auf den so Aufstellern. Und die Sorte bekommt 9 von 10 Punkten. Wie ihr merkt, ich war bei Rewe und ich habe einen neuen Riegel gefunden. Das ist jetzt Hazelnut Nougat für 1,99 bei Rewe. 20 Gramm High Protein. Also 20 Gramm Proteine. Wenn man einfach nur so stumpf vorliest und einfach gar nicht nachdenkt, was man da gerade liest. Das sind 55 Gramm der ganze Riegel, also 20 Gramm Eiweiß. Hat ja Spaß. Vor allem habe ich den mitgenommen, weil ich finde, der sah halt super vielversprechend aus. Der hat hier so eine kleine Schicht. Also da seht ihr so ein bisschen Creme. Schmeckt mir fast so ein bisschen erst nach Peanut. Okay, der schmilzt gerade ein bisschen. Aber wirklich, wirklich lecker. Könnte intensiver nach Haselnuss schmecken. Schmeckt eher so nach Karamell-Schokolade. Aber ganz lecker. Wirklich, schmeckt halt nicht nach einem klassischen Proteinriegel. Also die Proteinmasse ist vor allem auch weich, also so ein bisschen fluffig bis weich. Nicht zäh. Dann diese kleine Creme und die Schokolade außenrum ist eh lecker. Also ganz, ganz gut. Würde ich mir auch wiederholen. Ist jetzt natürlich nicht mein komplett Favorite. Aber für so einen Drogerieriegel echt gut. Und deswegen bekommt der 8 von 10 Punkten. Und es gibt jetzt auch fertigen Porridge von Müller. Und zwar habe ich den auch bei Kaufland gefunden für 79 Cent. Einmal in der Sorte Schoko habe ich den mitgenommen. Und in der Sorte Vanille. Das ist Haferflocken und Milch.
Genau, auch hier der genau wie Milchrahmen, leider mit normaler Milch und nicht irgendwie mit einer anderen. Und vor allem ist auch Ei mit enthalten. Also so die Zutaten davon finde ich echt nicht so nice. Sind jetzt 170 Gramm. Also der ist auf jeden Fall viel, viel flüssiger als der von Milchrahmen. Auch hier ist dann eben mit einer Schokosoße. Seht ihr schon mal Vanille. Und also schmeckt ganz lecker. Aber auch hier, es schmeckt halt einfach eher nach nichts. Schmeckt sehr stark mit der Schokosoße und dann beißt man eben auf so ein paar Teilchen herum und dann eben noch so ein bisschen milchig. Oh, und bei Vanille finde ich es noch extremer. Es schmeckt wirklich einfach wie Milchreis. Also wirklich, also ob das jetzt mit Augen zu wäre, ist auch wieder sowas. Es schmeckt nach Ich glaube, Milchreis. die beiden würde ich mir nicht nochmal holen. Habt ihr bis jetzt denn schon mal irgendwelche von denen gefunden oder probiert? Es bekommen beide Sorten von mir. Also wie gesagt, die schmecken halt nicht schlecht, aber es schmeckt einfach nach Milchreis. Und würde ich nicht unbedingt nochmal holen. Deswegen bekommen sie beide 6 von 10 Punkten. Und ich habe auch diese Schokettensorte im Kaufland noch gefunden. Für übrigens, das wusste ich ja letztes Mal nicht, den Preis, aber die haben gekostet 2,49. Und es ist jetzt die Sorte Vanille-Erdbeer-Vegan. Eben auch hier wieder auf Haferdrink-Basis. Sieht schon mal gut aus. Genau, hier seht ihr nochmal die Zutaten. Mit Haselnussmark finde ich auch super interessant. Also, ja, ich muss die dritte Sorte auch noch testen hier mit Kakao-Cookie. Und oh mein Gott, die andere Sorte wäre schon unglaublich lecker. Aber auch diese Sorte ist einfach top. Es schmeckt einfach 100% wie Joghurtte. Es schmeckt zero nach irgendwas Veganem oder nach Haferdrink oder I don't know. Es ist unfassbar lecker. Also die braucht ihr. Vor allem ist es eine weiche Creme in der Mitte. Wie genial ist es bitte gemacht? Tipp, tipp, top. Tipp, tipp. Tippitopp. Bekommt auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Nochmal wieder hier Kaugummi-News. Gibt eine neue Sorte von extra Himbeere, Granat, Apfel. Die sind okay. Also ich finde sie geschmacklich schon ganz sehr lecker. Mehr nach Himbeere als nach Granatapfel. Aber die schmecken wirklich super kurz nur. Ich finde eh, die extra Kaugummi schmecken alle nicht so lange. Aber die Zitrone mag ich echt ganz gerne. Und die hier schmecken wirklich so eine Minute lang und dann ist der Geschmack weg. Und dafür ist es irgendwie ein bisschen zu, auch nicht so geschmacksintensiv. Also würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Deswegen bekommen sie, ups, 5 von 10 Punkten. Dann habe ich noch eine Sorte der Cava-Schokolade gefunden und nun endlich auch bei mir im Edeka ist sie angekommen. Es gibt sogar noch eine dritte Sorte, die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich suche den Kassenzettel. So. Und die hat gekostet 77 Cent. Das ist auch wirklich, wirklich günstig. Okay, es sind zwar auch nur 85 Gramm, aber trotzdem ist es ein ganz, ganz fairer, günstiger Preis. Und das ist jetzt weiße Schokolade mit Erdbeer und Brause. So sieht sie aus. Und mit Brause kann ich es mir tatsächlich nicht so vorstellen. Mit Erdbeer schon. Diese Stückchen sind eher wie so Gelee-Stückchen. Also nicht wie so gefriergetrocknete Erdbeeren, sondern Gelee. Ja, es bitzelt wieder im Mund. Und die weiße Schokolade ist wirklich lecker. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der weiße Schokoladendrink geschmeckt hat, immer bei Cava. Oder ob es ihn nur gab, aber ich denke mal schon, weil die haben ja die Sachen nachgemacht, die es auch als Getränk gab. Es ist eine leckere weiße Schokolade, kann man gar nicht, kann man nichts gegen sagen. Dennoch, die Original, also ich hatte ja die Milch, diese Knusperschokolade getestet von denen und die hat halt wirklich einfach mich so krass an dieses Cava-Pulver erinnert. Habt ihr vielleicht im letzten Video auch gesehen. Wenn nicht, guckt gerne nach meinem letzten Video vorbei. Und diese Sorte ist lecker, aber hat jetzt einfach nicht so diesen Special Kick wie das mit Cava. Schmeckt wie eine Erdbeer, weiße Schokolade, ist okay. Muss man sich aber auch nicht unbedingt holen, deswegen bekommt sie 7 von 10 Punkten. Bin ich mal gespannt. Und zwar, Gutfried hat jetzt auch ganz, ganz viele Fleischersatzprodukte überhaupt im Edeka. Boah, also Edeka Alexa für alle Berliner. Da gab es eine so riesen Auswahl an, oder gibt es immer eine so riesen Auswahl an Ersatzprodukten. Und da gab es noch so unfassbar viele mehr Sachen, die ich noch nicht kannte. Ja, so viel kann ich gar nicht essen. Also ja, ich habe mich jetzt erstmal entschieden für die Wiefischstäbchen vegan. Die sind jetzt auf der Basis von Weizen- und Sojaprotein. 175 Gramm. Die haben gekostet 2,49 und das sind tatsächlich gar nicht so viele, wie ihr hier seht. Die sind einfach schwer vom Gewicht, aber ja, so viele sind es nicht. Ich habe es ja auch gerade schon mal zerteilt und man sieht, also die Masse ist schon super zäh gerade gewesen. Und dann eben so eine Panade, wie Fischstäbchen eben sind. Krass, krass. Erst dachte ich, durch die Konsistenz
Okay, die sind nichts. Geschmacklich sind die aber eins zu eins wie Fischstäbchen. Augen zu, es sind Fischstäbchen. Und Fisch ist noch nicht so lange her, dass ich gegessen habe, weil dann viele immer sagen, ja, woher weißt du denn, wie noch Fisch schmeckt? Esse ich schon manchmal. Deswegen wirklich, wirklich lecker. Ja. Und wenn man abbeißt, also ich habe es ja eben so zerteilt mit der Gabel, dann ist es zäher, als wenn man abbeißt. Und von der Konsistenz ist jetzt gar nicht so schlecht. Also es ist zwar auch nicht so fluffig und so original wie Fisch. Ich würde mir die wiederholen, auf jeden Fall. Ja. Und deswegen bekommen sie 8 von 10 Punkten. Und dann habe ich mir mal wieder hier so einen Proteinriegel von All Stars rangetastet. Bis jetzt war mein Fazit eher so meh. Also 35 Gramm, 1,49 bei Rossmann, neue Sorte. Skyr Mixed Berries Dark Chocolate Coated. Das sind jetzt 24% Eiweiß, nur 125 Kalorien. Proteinriegel eben. So sehen wir aus. Hier haben wir wieder unsere gute, zähe Proteinmasse. Aber die ist schon so ein bisschen beerige, also hat eine beerige Farbe. Ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal holen. Dennoch, er schmeckt, hat irgendwie so einen gewissen leckeren Bärengeschmack. Das muss man wirklich sagen. Und die Proteinmasse ist auch so ein bisschen fluffiger. Also schmeckt auch nicht schlecht. Auch nicht zu süß. Also ich finde, dadurch, dass es ja auch ein Skier-Style ist, habe ich das Gefühl, hat es wirklich auch so ein bisschen, ja, nichts Säuerliches. Aber es ist nicht zu süß. 5 von 10 Punkten. Hier sind wir wieder bei meinen Lieblingskugeln. Ich nenne sie jetzt auch einfach nur noch die Kugeln. Diese Kugeln mit Karamell und Sea Salt ist eine neue Version. Die heißen jetzt auch Kugeln OS mit extra viel Schokolade. In Vollmilch Schokolade. Ja. 125 Gramm gefunden bei Edeka für 1,29. Und da gab es auch schon wieder ganz viele verschiedene neue Sorten. Tschüss. Ich komme langsam wirklich auf den Geschmack von den Kugeln. Ich finde die richtig lecker. Das Witzige ist, diese Entwicklung von mir und diesen Kugeln, das ist episch gewesen. Ich glaube, in den ersten 5 Videos, wo ich das probiert habe, also verschiedene Sorten, war ich immer so, no way, no way. Und jetzt feiere ich die auf einmal voll. Kennt ihr solche Food Transformations, wo ihr irgendwie euch an Essen gewöhnt und es dann richtig lecker findet? That's it. Die sind richtig gut. Also es hat so einen ganz leckeren Karamellgeschmack. Ja, eh immer ganz, ganz süß. Würde ich mir wiederholen und bekommt 8,5 Punkte. Jetzt auch eine neue Sorte Milchreis, die veganen Milchreissorten. Da gab es 2 neue Sorten. Ich habe jetzt erstmal hier von Müller, sind das die mit Kirsche. Auf Kokosbasis sind die. Das ist schon länger her, dass ich die ersten Sorten probiert habe. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie sehr ich die mag oder auch nicht. Auch gefunden bei Edeka. Hat schon einen leichten Mix aus Kokos- und Kirschgeschmack. Ist halt wirklich so ein typischer Milchreis mit Kirsche, wo dann eben hier so diese Kirschsoße ist. Ich kenne ja den ganz normalen Müller-Milchreis mit Kirsche. Den mag ich auch. Mal gucken, was die Version kann. Wirklich wieder lecker. Also die Version, die vegane Version finde ich wirklich, wirklich gut von dem Milchreis. Ich habe gerade überlegt, ob es noch ein bisschen reisiger schmecken könnte. Aber ich glaube, es ist schon wirklich gut gelungen dafür. Und auch eben diese Kirschsoße, diese ganz typische Milchreis-Kirschsoße. Ich bin eigentlich immer eher so Team Plainer Milchreis und dann irgendwie meine eigenen Toppings mit drauf und mag diese Soßen in dem Milchreis immer gar nicht so sehr, weil, wie gesagt, dann eben so dieser Geschmack vom Milchreis untergeht. Es ist aber super gut gemacht. Also einfach wieder eine sehr gute vegane Alternative und kann man sich holen, bekommt 8 von 10 Punkten. Und hier habe ich jetzt noch eine andere Sorte von gefunden, und zwar White Chocolate Caramel. Und auch die ist super, super lecker. Also wirklich, Power System. Haben wir jetzt bei Rewe gefunden. Genau, gibt es aber, glaube ich, auch bei Rossmann die Marke. Und wirklich top. Also dafür, dass es so ein Drogerieriegel ist, schmeckt wirklich nicht so stark nach Protein. Würde ich mir auch auf jeden Fall wiederholen. Das hätte ein richtig guter Crunchy-Riegel. Bekommt 8,5 Punkte. Oh, wieder gute Bonbon-News hier, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob nur die 110 Gramm neu sind. Aber die Sorte hatte ich auf jeden Fall noch nie von Vivil. Wildorange ist super lecker. Halt echt erfrischend. Ich dachte, ich teile es irgendwann mal mit, dass die Sorte neu ist. Ich musste sie natürlich auch testen. Ist jetzt nichts Besonderes. Einfach Orangenbonbons. Aber ich mag die immer ganz gerne. Ich finde die total erfrischend. Haben so einen leichten, ich weiß nicht, ob das das Wilde an der Orange ist, so einen leichten herben, ja, sauren Geschmack. Aber ist lecker. Doch, kann man machen. Würde ich mir wiederholen. Bekommt 8 von 10 Punkten.
Das war es auch schon wieder mit meinen Food News. Ich habe das Gefühl, es nimmt einfach gerade gar kein Ende. Ich freue mich immer wieder. Und ich kann halt, also wirklich, ich kann halt auch nicht mehr an neuen Sachen vorbeigehen. Also wenn ich nur neue Sachen sehe, dann muss ich die auch kaufen und muss die probieren. Das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Aber okay, so habe ich echt leckeres Essen. Und ja, berichtet mir gerne, was kennt ihr davon schon? Seid ihr vielleicht auch so durch meine Videos so ein bisschen echt so auch in diese Food-Entdecker-Richtung gegangen? Weil ich finde es immer ganz goldig, ganz viele von euch schicken mir meine Sachen schon auf Instagram und sagen, was Neues und was ihr gefunden habt und wie ihr es findet. Also ich freue mich immer riesig darüber. Deswegen macht es auch gerne weiterhin. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt mir gerne treu. Ja. Bye-bye. Liebe an euch.